sehr herzlich begrüßen zu einem lang ersehnten Augenblick, nämlich zur Eröffnung der Kainerhofer Brücke. Nach fast 7 Monaten Bauzeit und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass die Anrainer endlich eine Ruhe haben wollen, bin ich sehr froh, dass es endlich fertig ist. Ja, in Summe, es ist natürlich so, dass wir in der Norm geregelt haben, verschiedene Lastklassen, gewisse Brückenklassen. Diese Brücken ist wirklich gerechnet auf die Brückenklasse 1. Das heißt, es können wirklich 2 große Lastwagen, eine vom Pfalzberg herausfahrend und einer, der Pfalzberg erreichen will, parallel bzw. gleichzeitig passieren. Und noch mehr dazu noch, die Fußgänger können ja auch noch links und rechts auf den Gehsteigen unterwegs sein. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und Herr Bürgermeister, mich sehr herzlich auch bedanken, dass es gelungen ist, dieses große Werk, gleichzeitig natürlich auch ein Hochwasserschutzwerk, hier zu errichten. Ich glaube, insgesamt war es ein großartiges Bauobjekt. Es verbindet die Stadt wieder, so wie es gehört. Und es gibt auch Hochwasserschutzmaßnahmen, die hier mitgebaut wurden. Das war ja für mich der entscheidende Punkt heute in der Eröffnung, weil wir eben gerade jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Naturkatastrophen immer in ihrer Zeitfolge immer dichter werden und die Brutalität auch eine immer ärgere wird. Das heißt, wir haben hier tatsächlich 2 Fliegen erwischt, die Verbindung der Stadt in einer sehr schönen Form und auf der zweiten Seite der Hochwasserschutz. Wir haben zum Beispiel hier auf der Brücke 70 Tonnen Stahl verbaut und ca. 500 Kubikmeter Beton. In weiterer Folge, haben wir ja heute schon gehört, wird dann der Hochwasserschutz von Krems bis zur ÖTK dann noch ausgebaut, wobei hier dieser Fleck unter der Brücke noch um 2 Meter abgesenkt wird. Das heißt aber wiederum, dass wir bei den Widerlagern links und rechts Fallgründungen gemacht haben, damit wir später ausbaggern können, ohne dass diese Brücke noch einmal verändert werden muss. Ja, das ganze Projekt hat über 500.000 Euro gekostet, wovon wir in etwa die Hälfte finanziert haben. Und der Rest? Der Rest, das Land, der Bund, das ist ja Teil des Hochwasserschutzes, der kostet uns eh noch 2 Millionen insgesamt als Gemeinde, aber es gehört halt her, in Zeiten wie diesen ist der Hochwasserschutz extrem wichtig. Und die Brücke ist ein Teil davon und ein bisschen Wasser sehen wir da beim Schiller Literaturbrunnen. Wir merken eines, meine Damen und Herren, dass sich die Naturkatastrophen in der Dichte, in der zeitlichen Dichte zunehmend mehr insofern verdichten, als die Katastrophen brutaler werden, die Niederschläge extremer werden und dass wir uns auch in dem Zusammenhang uns vieles, vieles Neues einfallen lassen müssen, um unsere Menschen im Lande zu schützen. Ich glaube, erstens einmal ist es ein architektonisch gelungenes Werk und zweitens haben wir heute ja schon gehört, dass es ein wesentlicher Bestandteil ist, auch für den Hochwasserverbau hier in Pfalzberg und das ist, das sieht man da in der Süd- und in der Oststeiermark momentan, eine ganz wichtige Sache jetzt für die Stadt Pfalzberg, aber auch für die Region. Wir haben ja mehrere solche Hochwasserbauprojekte, eines unter anderem ein riesiges auch in Maria Lankowitz. Und die Sicherheit und der Schutz, Eigentum und Leben des Lebens wird immer wichtiger. Und wir sehen, dass durch diese Wetterkapriolen, die es jetzt immer vermehrt gibt, wenn man so will, dass das ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil ist, um auch Sicherheit zu gewährleisten. Segne diese Brücke, sie gewähre sicheren Übergang und erleichtere unsere Wege. 2 Besonderheiten, bauliche Besonderheiten wurden eröffnet, ganz spezielle zum Brunnen, wer hat diesen geplant? Naja, da gibt es einen Zivilingenieur Rauer, der auf Brunnen spezialisiert ist und nachdem das die Schillerstraßen ist, das Schillerdenkmal weg hat müssen, haben wir gesagt, Schiller her da. Früher hat es da den Römerbrunnen gegeben und jetzt haben wir gesagt, verbinden wir das, machen wir einen Schiller-Literaturbrunnen, weil Literatur ist ja wichtig. Nicht? Und dient zum Relaxen der Bevölkerung, der Pfalzberger Bevölkerung? So ist es. Ja, da kann man für die jungen Mütter, sie können ihre Kinder da ein bisschen spülen lassen und können sie dann selber ein bisschen unterhalten, ein Kommunikationspunkt sozusagen. Dürfen da Fremde, also nicht Pfalzberger, herkommen? Eintritt verlangen wir keinen und Ausweis auch keinen, also wird das kein Problem sein. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt die Neueröffnung dieser Brücke, Bahnhofstraße und natürlich auch dieser wunderschöne Schillerbrunnen. Im Hintergrund sehen Sie ja selbst noch, wird noch gegessen, Würstel, es wird getrunken, bevor der Regen kommt. Ja, und für uns bleibt ja noch ein bisschen Zeit, bevor er wirklich kommt, der Regen, dass wir noch was essen und was trinken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.